Tanza ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer und existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet dabei die Basisform zu Forstelka. Tanza ist ein mittelgroßes Tannzapfen-ähnliches Pokémon, das dunkelblau-schwarz erscheint. Sein Körper ist dabei komplett in dieser Farbe gehalten und weist eine rundliche Gestalt auf. Das Käfer-Pokémon weist körperlich mehrere Schichten rechteckiger Platten auf, die den gesamten Torso umrahmen. Oben auf dem Kopf wächst eine dicke Spitze und darunter eine Reihe von Platten, die nach oben ausgerichtet sind. In dieser Reihe sind auch die beiden Augen zu erkennen, die sich aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen zusammensetzen. Die beiden darunterliegenden Reihen weisen nach unten. Tanza balanciert auf einem relativ schmalen Stumpf, der seitlich mit weiteren mehreckigen Strukturen bestückt ist. Und in seiner Shiny-Form ist Tanza goldfarben. Tanza, welches zu der Gattung der Käfer-Pokémon zählt, ist zumeist in dicht bewachsenen Wäldern anzutreffen. In diesen hängt es vorzugsweise regungslos in den Wipfeln eines Baums und erkundet die Umgebung nach potenzieller Beute. Da Tanza die Fähigkeit besitzt, nahezu bewegungslos auf einer Stelle zu verharren, stellt es für viele Pokémon, vor allem für dessen Beutetiere, eine große Bedrohung dar, da diese es nur schwer oder gar nicht erspähen können. Pokémon wie Wommel, Raupi oder Hornyu bilden hierbei die bevorzugte Nahrung von Tanza. Zudem verfügt es über einen außerordentlich effizienten Stoffwechsel, welcher durch seine Trägheit unterstützt wird. Sollte es passieren, dass das Pokémon ohne Vorwarnung von seiner ruhenden Position gelöst wird und auf den Boden fällt, explodiert es dabei nicht selten und fügt dadurch auch allen Anwesenden in der näheren Umgebung erheblichen Schaden zu. Dabei bildet Tanza die erste Entwicklungsstufe von Forstelka und entwickelt sich automatisch auf Level 31 weiter. Dabei wächst das Pokémon um das Doppelte und legt rund das 17-fache an Gewicht zu, verändert seine Farbe und auch ein wenig seine Körperform ins Breitere und Kleinere. Mit seinem Typ nimmt es dabei halben Schaden gegen Pflanzen, Kampf- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Flug- und Gesteinattacken und der Rest macht normalen Schaden.